Guten Morgen, macht alle mit. Bloodstained macht euch sehr fit. Bloodstained? Bloodstained. Ist ähnlich. In der letzten Folge, in der vorletzten Folge, haben wir den Final Boss gemacht. Richtig krass, hab gewonnen. Spiel ist eigentlich vorbei, aber ich folter euch trotzdem weiter. Nee, es geht weiter. Das war quasi ein Fake-Endkampf. Und wir suchen jetzt neue Gebiete. Springender Schlag. Sanji Jegun. Was? Mit der du den Stab loslassen kannst, damit der entfernte Ferne trifft. Entfernte. Ja gut, aber egal. Das nennt man werfen. Braucht normalerweise kein Mann. Oh. Oh. Wie immer. Eigentlich wollte ich ja nach der letzten Folge aufhören. Hab keinen Speicherpunkt gehabt. Also habe ich gesagt, mach ich noch eine Folge. Und das passiert jetzt auch mal ganz ehrlich. Da guck mal, er ist schon wieder getötet. Das ist so cool. Wenn der Silberritter tatsächlich seinen Job macht. Ich sage, das macht mich sehr glücklich. Dann machen wir jetzt den Boss. Ich meine, wie schwer kann der sein? Wir haben Heiltränke, die wir beim Endboss nicht gebraucht haben. Obwohl der uns einmal ein bisschen an die Gurgel gegangen ist. Bitte sag nicht. Okay. Aber die Tür sah ein bisschen dicker aus als... Das erinnert mich ein bisschen an den Puppenspieler. Nee, dann mache ich nicht auf. Okay, vielleicht mache ich es auf. Wird das jetzt eklig? Oh! Vampir-Tilly-Frau. Ja, damit kann ich das Blut leer saugen. Ich habe genau das habe ich gesagt. Genau das habe ich gesagt, dass ich die Vampirseele bekomme und dann das Blut leer lutsch. Ich werde dich hart weglasern. Ich werde dich unglaublich hart weglasern. Blutlos. Aua. Ich gewann das dann. Tschüss. Geh weg. Aua. Wow. Alter, die sind aber nicht unstark. Lass mich gehen. Scarlet Cycle. Ah! Mein... Au! Mein Anus! Felix ist gar nicht so stark. Neue Rührei. Kann ich aber nicht voll. Außerdem wollte ich den Super-Alter benutzen. Das war wahrscheinlich verschwendet. Die sind in den nächsten drei Schlägen tot, oder? Weißt du, was ich jetzt mache? Du bist eine dumme Bitch. Ich brauche mehr Blut, weil ich sowieso alles raushau. Haben Vampire nicht eine Feuerschwäche? Oh, der habe ich gewonnen. Das sieht aus, als hätte ich nicht gewonnen. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe? So viel Äther werde ich schon nicht brauchen. Ich weiß noch, wie ich das gesagt habe. Aua. Nee, wir lassen nicht mit dabei. Aua, die läuft einfach in mich und tut mir weh. Ist er... Aua, zuschlagen war nicht die beste Idee. Nachdem Gabel so eine Pussy war, habe ich nicht gedacht, dass der Kampf so. Aua, mein Gott! Bleibt das so jetzt? Scarlet Thrust. Au, auf den Scheiß! Ich strahle noch einfach gerade. Die tötet mich.
Easy. Und Heiltränke verschwendet, aber ist mir scheißegal. Aua. Die hat mich an den Rand meiner Items gebracht. Blutstrahl. Hast du das? Das könnte cool sein. Das. Epic 80. 80. Ich wiederhole ihn nicht. 80. Klar. Ich speichere. Aber die Seele muss ich. Ich sag immer Seele. Ihr wisst, was ich meine. Und ich werde es weiter sagen. Ist mir auch egal. Die Seele werde ich vermutlich verwenden müssen. Okay. In diesem Blutbad. Ich brauche mehr Blut und in meinem Schloss gibt es tatsächlich einen Blutbrunnen. Aber ich bin schon ein bisschen faul. Hätte einfach da runtergehen können. Aber was soll man machen? Nicht jeder das macht. Ich will das zumindest einmal ausprobiert haben. Blut, 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 Blut. Dieses Blutstrahl fast ganz oben. Man könnte sagen, alphabetisch gibt das Sinn, aber das erste ist S. Bloodsteel. Da war richtig gut. Tut mir mal weh. Bloodsteel. Ich hab's das Gefühl. Ach, das muss Blut am Boden liegen. Und dann heilt mich das um 8. Aber jetzt liegt da Blut. Ab hier. Okay. Das ist schlecht. Selbst wenn es nur 20 MP kosten würde, wäre es das nicht wert. Aber es kostet 80. Und es heilt mich. Ja gut, zugegeben. Beim größeren Gegner oder bei einer Masse an Gegnern, die mich mit dem Laser wegschießen und überall ist Blut. Dann ja. Dann ist das, glaube ich, utility-mäßig ganz geil, weil Mana lädt sich auf und TP nicht. Aber so? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht wird sie billiger, wenn man sie verbessert und so ein Scheiß. Aber weiß ich auch nicht. Und das wird wahrscheinlich extrem teure Gegenstände brauchen zu verbessern. Oder Regenschirm. Ist das eine Waffe? Ich muss fragen. Das macht fast so viel wie mein Ernst. Ja, sicherlich. Siehst du, wie schnell das ist? So schnell kann ich mit der Axt nicht zuschlagen. Klar habe ich jetzt einen Regenschirm, der alles vernichtet. Der ist aber auch rot. Okay. Oh, und jetzt bin ich hier. Achso, der Laser. Heilung, Craftwork. Nee. Stimmt, die Heilungsseele. Die ist im Grunde Blödsinn. Weil, ganz ehrlich, ich habe mehr Heiltränke, als ich Mana-Tränke habe. Achso, stimmt, aber ich will hier gar nicht sein. Wo will ich denn hin? Da hoch komme ich nicht wirklich. Aber da ist ein Teleporter. Ja, komm, hier ist ein Teleporter. Oh, warte. Mir fällt gerade ein Fehler auf. Wieso sollte ich hier die unsichtbare Klinge haben, wenn der Regenschirm das gleiche ist und besser? Und vielleicht sogar mehr Reichweite, weil ich eben nicht nur so eine dünne Klinge habe, sondern mit dem ganzen Regenschirm zuwerder. Übrigens weg.
Das hat aber ganz schön viele KP. Oder halt eine bessere Magieabwehr. Ich habe nicht auf die Zahlen geguckt. War da noch ein Drache? Ah! Pass auf! Perfekt. Abkürzung. Ich weiß nicht, ob ich dem Schaden mache, wenn er quasi nicht im Bild ist. Danke für die Drachenschuppe. Hilfreich. Wäre cool, wenn ich mit dem... Ich glaube, ich habe gerade was per Upsi herausgefunden. Gegenstände, Alchemie-Notizen, Handbuch, Buch, Daten, Techniken. Das muss im Grunde Detta gewesen sein, habe ich gemacht. Kraftstrahl. Schöpfe aus magischer Kraft, erschwören sich fest auf deinen Feinde. Weil es hat gerade gesagt... Weil es hat gerade gesagt, ich habe was Neues gelernt, aber ich hatte das Mana nicht. Ich habe diese Bewegung gemacht, unten, links, vorne, ne? Und dann zugeschlagen. Und es hat nichts gemacht, weil ich das Mana nicht habe, aber... Das hat mir gesagt, ich habe was Neues gelernt. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Nach diesem Raum. Amazana Stahl. Und ich muss mich echt nochmal einfinden in diese Crafting-Scheiße, weil das habe ich überhaupt nicht verstanden. Okay. Nee, bin zu blöd. Sag mir nicht neue Techniken, dann stimmt das nicht. Arschloch. Naja. Krieg ich nicht hin, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Ach ja. So. Das ist ein ziemlich langer Weg. Egal. Ich muss Tränke kaufen. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar muss ich Tränke kaufen. Habe ich meine Seele weg, meine Tastenkürzel? Nein. Weil ich das nicht tue. Ich habe eine Fledermaus. Für dich habe ich noch einen Auftrag gemacht. Got any targets for me? Warte, war das Schmand, guter Schmand. Jetzt kann ich kochen. Yeah. Gleich zu dir. Erst nochmal ganz kurz MP auffüllen, wegen Geld, wenn ich hin und her renne. Stimmt! Apropos Dinge, die ich nicht gesagt habe. Rüstung, wie sieht's aus? Silberne Tiara, da ich bitte. Wo ist? Ich sag's dir, wie es ist. Wo ist meine Obsidian-Ausrüstung, die ich doch machen sollen könnte? Ich habe auch Obsidian-Scheiß gefunden. Aber das sieht interessant aus. Das sieht nicht schlecht aus, ne? Oh, das sieht noch besser aus. Auch magische Verteidigung und so. Vor allem macht es meinen magischen Angriff hoch. Löwenpelz und schreckliche Lumpen. Warte. 54, 44, 50. Oh, ja, das gibt mir aber viel mehr Linksverteidigung. Bitte an Sprechern, die Konfur ist der T-Leistung. Was? Flammenkettenpanzer.
Okay. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt einfach mal so was. Ist zwar dumm. Aber mehr Verteidigung klingt nicht dumm. Tatsächlich irgendwie so. Bringt mir alles nichts. Glück. Feenschal hätte ich gern. Feenflügel. Wieso habe ich da keine mehr? Erstellen neue Gegenstände. Warte. Erschaffe ein Feld aus brennender Macht. Ich kann. Was? Lass ein gnadenloses Haar aus Blitzen auf deine Umgebung herniederfahren. Man kann Seelen herstellen, also Scherben. Stellt TP regelmäßig wieder. Heilung, Heiltrank, Fehl. Und dann sagt mir niemand! Wenn wir höher als normal zu springen. Aber ist mein Doppelsprung weg, oder was? Wie soll ich mir das vorstellen? Da habe ich Angst vor. Kann ich ihm die Bücher zum Auseinandernehmen geben? Vielleicht lernt er dadurch, was damit zu tun ist. Ich mache das, weiß ich. Sieht nicht ganz so aus. Kann man so Feenflügel bekommen irgendwo? Bestimmt. Das muss ich jetzt durchgucken. Danach Vogelfeder. Aha. Nee, aber wieso will er mir nicht hier? Ich habe diese Bücher. Oder nicht? Ach so. Aber egal. Ich habe irgendwo diese Bücher. Und mit denen sollte ich... Ein Buch, das gehört nicht. Ja, nee, die nicht. Da, wieso kann ich die nicht? Feenheilgegenstand. Ein Rezept für Feenheilgegenstand. Munition und... Das kann ich alles machen. Aber ein Rezept für Obsidian-Ausrüstung. Goldausrüstung. Hat man da irgendwo Obsidian und Goldausrüstung gesehen? Ich glaube nicht. Zubereiten. Ach, ist es nicht? Hm. Komisch. Nein. Eisen. Da, Gold und Obsidian gibt es hier nicht. Doch, goldene Brustplatte, Stachelbrustplatte. Aber was ist mit Obsidian? Das hieß. Ich kann Obsidian-Scheiße machen. Der Hexen interessiert mich vielleicht. Ich verstehe das nicht. Gibt es keine Obsidian-Rüstung und es ist nur eine Waffe, die ich damit machen kann? Ich weiß das halt nicht. Der Schirm hat eine interessante Reichweite. Nicht ganz das, was man erwarten würde, wenn man es sieht. Aber halt eben doch. What are you looking to sell? Kann ich theoretisch die Bücher verkaufen? Und wäre das eine schlaue Idee? Egal. Wir wollen. Ich habe halt nur 10.000. 5 Eiträge zu kaufen ist total dumm. Darum mache ich das so. Und das wird jetzt die Folge werden. Der Pumuckl ist wieder da. Habe ich nicht 20.000 irgendwo bekommen vorhin? It's good to see. What are we transmuting this time? Halt die Gusch. I'll go with this. Das ist nicht schön, das haben wir schon. Yay. I'll go with this. Heiltrank, Allheilmittel. Ich
Super Äther-Heilmittel, Mega Äther. Stell die Magie vollständig wieder her. Aber zwei Super Äther machen das auch, also wer das verschwendet. Ich könnte nur mehr gleichzeitig mittragen. Wisst ihr was? Ich mache, ich sage jetzt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Ich renne jetzt noch ein paar Mal hin und her. Füll das so auf. Und vielleicht, wenn ich Lust habe, werde ich diese eine Seele farmen von dem Superdämon, der meine Magie kostet noch runter tut. Vielleicht kriege ich dabei ein bisschen Geld. Weil Äther kaufen geht halt ins Geld. Ich glaube, ich werde Äther auch nur bei Bossen benutzen und so. Heiltränke auch zum Durchkommen, aber wenn ich keine Heilung habe beim durchs Schloss laufen für Magie, dann habe ich das nicht. Egal. Terminus raus, Discord-Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hi, Miriam.